Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ich stehe jetzt hier oben am obersten Ende meines Turms. Was ist denn das da? Das sieht irgendwie so komisch aus. Okay. Ja, gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein bisschen Gras mit hochgebracht. Genau, weil ich den Boden fertig bauen möchte. Oh Gott, fall mir bloß nicht runter. So. Dann baue ich das mal. Und das noch. Und kriege ich jetzt eigentlich noch die Wand dahin? Zu einer halben? Quatsch, die Wand, nicht den Boden. Genau die. Ach du meine Güte, wisst ihr, was ich jetzt nicht bedacht habe schon wieder? Ich habe nicht bedacht, dass ich zu wenig habe. Zu wenig, das ist ja blöd. Wobei das eigentlich hier nicht schlimm wäre, glaube ich, weil ich komme ja hier an, ne? Ja, komm, dann baue ich das jetzt. So. Okay. Ach so, jetzt kann ich, glaube ich, das bauen, ne? Genau, jetzt brauche ich noch 6 Stängel. Also was da oben noch kommt, ne, das würde mich echt mal interessieren. Und vor allem seht ihr mal, wie hoch ich eigentlich bin. Ich bin ja höher als das hier, ne? Oder fast so hoch. Wow. Gut, habe ich noch ein bisschen Gleiter? Ja, das... Oh Gott. So, hat ausgereicht. Ach so, ich Depp. Ich bin ja ein kleiner Depp. Ich wollte ja noch... Ach so, wartet mal kurz. Ich baue nur mal hier... diese Beine hier noch mal kurz fertig. Weil ich das Talent habe, reinzufallen. So, und dich nehmen wir jetzt mit. Das geht ja wunderbar mittlerweile. Ich muss unbedingt das hier anders bauen. Ah, ist egal. Kriege ich auch noch irgendwann hin. Und ich muss unbedingt was trinken. Sonst verdurste ich. So, das stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Ist hier kein Wassertropfen gelandet? Nein. So, dann trink mal was. I mean, this is probably what bottled water is. Ja, trink mal auch zwei. So, habe ich jetzt noch... Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte noch Ton, aber habe ich nicht. Gut, dann geht es jetzt, ein paar Unkrautstängel zu sammeln. Na... Ausdauer. Ist aber auch ein dickes Ding, ne? Na komm schon.
Hat ordentlich was gebracht. Ah, schon voll? Mein Inventar? Gut, dann nehmen wir noch den. Ich glaube, der brachte auch ganz viel, oder? Oder war es nur so ein Vierer? Jetzt bin ich mal gespannt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh, nicht ins Wasser. Nein. Die kostbaren Stängel. Huch. Jetzt wäre ich wieder weg katapultiert. Okay, schon voll. Gut, gut. Dann ist es so. So, dann nehmen wir noch einen 5er-Pack mit. Und dann hole ich gleich noch die nächste Palette sozusagen. Aber man kann immer noch nicht die Sachen aus dem Wasser fischen, oder? Einmal hinstellen. Und dann kommst du jetzt mit. Ja, dadurch kann man jetzt auch nicht schnell rennen, aber gut, da muss man jetzt erstmal durch. Aber es ist immer noch besser, als jedes Mal hin und her zu rennen, glaube ich. Das sieht so gut aus, ne? Ohne diese Unschärfe. Ich weiß nicht, soll ich noch mal probieren, ob man... Ich glaube, das geht nicht. Nach wie vor... Jetzt bin ich ins Wasser gefallen, okay. Nee. Schade. Okay, wartet mal. Vielleicht kommen wir auf die andere Seite, Stängel. Nee, das will nicht funktionieren. Nee, jetzt hat er sich festgepackt. Okay. Jetzt hat er sich... Ist da noch ein Stängel gewesen? Nee, ne? Nee. Scheiße, nein. Ich kann ihn leider nicht hochholen. Schade. So, da kommt der Vogel. Ach, guck mal. Ich habe ihn noch nie irgendwie auf diesen Zaun gesehen. Krass. Das ist doch, glaube ich, nur ein Vierer, ne? Wollen wir den auch nochmal mitnehmen? Yeah!
Na, streng dich mal ein bisschen an, kleine Willow, ha? Huh? So, dann trinke ich nochmal das hier. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt. Was für ein Riesenteil, oder? Meine Güte. Ach, jetzt habe ich meine Ameisenrüstung wieder nicht an. Ich vergesse das jedes Mal. Jetzt muss ich zweimal laufen. Und das ist ein weiter Weg nach oben. Ah, es tut mir leid, meine Lieben. Vielleicht schneide ich das auch raus. Das weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob ich daran denke. Weil ich jetzt ein bisschen vorproduziere. Okay. Man kriegt doch einen leichten Drehwurm, oder? Ja, so hochbauen ist eigentlich auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also ich... Puh. So, aber ich habe es geschafft. So. Was sagt mein Gleiter? Mein Gleiter sagt, ich könnte das noch einmal schaffen. Ah, gut. So, dann nehme ich noch einen mit. Und noch ein bisschen von diesem Gras. Kann ich wenigstens noch eine Mauer fertigstellen. Ach, wisst ihr, was ich wieder... Ach so, nee, stimmt ja. Kann ich ja sowieso nicht machen. Ich muss ja erst noch das Endstück hier an mein Schloss noch hinstellen, bevor ich die Sarusche verbinden kann, ne? Und dann kann es richtig losgehen mit dem Rumgerutsche. So nach und nach, peu à peu. Wie ich das allerdings dann zu meiner Pyramide mache, ich habe keine Ahnung. So, wenigstens ist die jetzt fertig. So. Wunderbar. Gefällt mir sehr gut. Ich mache mal davon einen Screenshot, meine Lieben. Aber ohne Teenie. Ohne Teenie. Teenie ausblenden, genau. Ja, ist schon okay. So. Wow. Nein, 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 nein. Ach, das wollte ich gar nicht. So. Bisschen höher. Kann man eigentlich... Oh Gott, jetzt bin ich von meinem Bildschirm weg. Kann man das eigentlich... Was für eine Optik. Mal von der Seite probieren. Ja, nice. Okay. Super. Super, super. Gut, ich brauche jetzt noch 2, 3 und 2 mal Ton. Okay.
Ah, mit meinem Gleiter könnte ich noch einmal das hinkriegen. So spart man sich wenigstens ein bisschen Weg. Ich weiß gar nicht, kann ich bei Birgit jetzt eigentlich noch mal eine Quest abholen? Hatte ich irgendwie geschlafen in der Zwischenzeit? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Na, ich kann es ja mal probieren. Schadet ja nicht. So. Ups. Boah, ich krieg echt noch einen Herzinfarkt, wenn hier auf einmal eine Wolfsspinne steht oder so. So nichts ahnend. So, Birgit, hast du doch eine Aufgabe? Always happy to see a repeat 3-volt quest. Ja, super. Marienkäfer Schienbeinpanzer. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Oh, das ist böse. Ich muss Marienkäfer töten, Bombardierkäfer. Und Glühwürmchen. Oh, entschuldigt, ich bin ein bisschen müde. Mal zur Abwechslung. Achso, Essen habe ich doch, oder? Ja, Essen habe ich mehr als genug. Trinken ist immer so ein Thema. Und ich benutze nicht wirklich meine Flasche. So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Also, ne, hier zu der Basis hier. Und in der nächsten Folge werde ich dann mit euch zum Schloss laufen. Und dort sozusagen das Gegenstück von der Seilrutsche machen. Und dann werde ich das Ganze mal ausprobieren. Ist doch eine gute Idee, oder? Ich denke schon. Gut, meine Lieben, die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer heute. Ist aber nicht weiter schlimm. Wo habe ich dann... Ich weiß immer nicht, wo ich was habe hier, ne? Ach genau, hier. Super. Okay. Guck mal, ich könnte ja hier nochmal das anschmeißen. Dann sollte ich meinen Gleiter austauschen. Habe ich hier überhaupt einen Gleiter noch drin, ne? Irgendwo? Oder habe ich die alle vernichtet? Hier ist Essen, ne? Hier ist kein Gleiter. Nee. Echt? Habe ich keine Gleiter? Ja, gut. Dann ist es erstmal so. So, dann repariere ich das hier noch einmal. Perfekt. Alles klar. Gut, meine Lieben, dann danke ich euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, euch hat die Folge ein bisschen gefallen. In der nächsten, wie gesagt, gehen wir dann zusammen zu meinem Schloss. Oder wir treffen uns da, je nachdem. Und dann werde ich das Endstück der Seilrutsche bauen. Und dann werde ich mal gucken. Ach ja, dann muss ich ja hier wieder her, ne? Und dann werden wir mal gucken, wie das Ganze dann läuft. Vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.